Ja, hallo und herzlich willkommen hier beim Zwillingshaushalt auf Isla Paradiso bei die Sims 3 Inselparadies. Ja, wie ihr seht, ich bin mal wieder beim Geschenke aufmachen. Das hat den einen Grund, dass ihr unbedingt wolltet, dass ich eure Geschenke öffne. Und ja, andererseits, weil der Zwillingshaushalt ein bisschen pleite ist, dachte ich, wir könnten uns so eine kleine Finanzspritze holen. Und ja, dann fange ich mal an. Die Sibylle Michi hat mir etwas geschenkt. Und zwar ein Aufmunterungspaket mit dem Inhalt einer Fotokabine. Wow, ich glaube, die werden wir nicht aufstellen, aber die bringt uns bestimmt ziemlich viel Geld. Vielen Dank dafür. Ja, Carry 1000. Ein Megafon. Ja, das können wir vielleicht gebrauchen, eventuell für Darcy. Ja, das ist eins für die Sieges. Und dann haben wir Ei. Die? Defkahiji. Ja, okay, eure Namen sind manchmal echt ein Zungenbrecher, also buchstabiere ich das Ganze. IDEFKAHIJ. Vielen Dank für dein Geschenk. Es ist eine Tischtennisplatte. Plink Plonk. Danke dafür. Die stellen wir vielleicht im Garten auf. Ja, das ist etwas für die Rivers. Dann haben wir hier 10 Palme nur 1. Was hast du mir denn geschenkt? Ein Aufmunterungspaket, Teppich, zerstampf sie. Dankeschön dafür. Und Michi Maroon, keine Ahnung. Eine mobile Radiostation. Cool, danke dafür. Und der Philipp 25, ein Aufmunterungspaket, ja. Und Wandregale, ein Regal. Das ist voll schlimm, oder? Das ist so typisch. Hier ist so eine große Überschrift und dann guckt man zuerst auf Aufmunterungspaket, obwohl man schon gesehen hat, dass es jetzt ist. Ist doch doof, oder? Aber danke dir für dieses tolle Geschenk. Ja, die anderen gibt es dann halt in den besagten LPs, wo ihr wollt, dass ich sie öffne. Und ja, dann machen wir hier einfach mal im Zwillingshaushalt weiter. Ich hoffe, dass die Online-Funktion so weit hinhaut. Wir müssen mit Darcy jetzt noch schnell nach oben etwas essen, weil die Fahrgemeinschaft kommt gleich. Hol dir mal schnell einen Apfelpfannkuchen, meine Liebe. Und ja, Tessa ist noch weiter am Strand und irgendwie scheint da keiner unterzugehen. Wir können ja gerne mal zu ihr vorbeischauen. Mal schauen, ob da jetzt nicht doch schon jemand ertrinken will. Ist aber auch immer blöd. Dann hast du hier so einen großen Strand und dann geht da keiner unter, ne? Ich glaube, sie rettet sie doch auch automatisch, oder? Wenn sie jetzt hier irgendwie einen erspäht, der hier ertrinkt, rennt sie da von alleine hin. Okay, da kommt schon einer. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So. Schaffst du das jetzt mit dem Essen, Darcy? Ich denke doch, oder? Du schaffst das. So, Tessa. Findest du jetzt hier jemanden, der ertrinkt oder nicht? Das ist hier die Frage. Von links nach rechts, von rechts nach links. Und ist es eine Frau? Ich denke mal schon, ne? Sie da geht schwimmen. Ja, Imelda Estranda? Estrada? Man weiß es nicht. Nostradamus TV, wuhu. So, dann, ich wette, sie ertrinkt, oder? Nein, sie schwimmt raus und geht einfach wieder. Das hätte ich jetzt auch so gemacht. Regenschirm auf und wegspaziert. Ach, Mio. Ja, ich glaube... Okay, jetzt geht sie wieder rein. Komm, Tessa, die zweite. Wir haben vielleicht Erfolg. Gehen wir einfach mal näher ran. Wir üben schon mal für den Ernstfall. So, wie heißt du denn jetzt? Doch, Imelda. Estrada. Keine Ahnung. Nein, okay, sie ist jetzt einfach nur ins Wasser gestampft, um wieder mit dem Boot wegzufahren. Das ist natürlich sehr intelligent. Einladung zur Party ansehen. Wer lädt uns denn ein? Tessa, du bist eingeladen hier bei Harley Greenwood. Ja, klar, können wir ja mal vorbeischauen. Wir waren ja hier auch auf keiner Party wirklich gewesen. Wann haben wir hier eigentlich Feierabend? Sag mal so. Um 18 Uhr. Ja, da können wir hier noch ein bisschen von links nach rechts schweben, nicht wahr, Tessa? So, Darcy, du bist unterwegs, sehr gut und, na toll, am Seminar teilnehmen. Aha. Wir haben doch dafür keine Zeit, du bist doch arbeiten, Mäuschen, das geht so nicht. Wir könnten ja einfach mal, ja, Musiktheorie studieren. Ach, wir arbeiten einfach mal hart, mal gucken, wie lange das hinhaut. Obwohl, brauchen wir eigentlich nicht, weil die Leiste ist so voll, dann können wir ja ruhig mal ein bisschen Musiktheorie studieren. So, ja, wir warten. Wir warten. Und Tessa versteckt sich. Auch sehr geil. So, ja, ich mache jetzt einfach weiter schnell, weil sonst sind wir hier morgen noch nicht fertig, damit nach A und nach B und nach C und von C zurück nach A zu fliegen. Oh, es ist so ein erheiternder Beruf. Ich weiß nicht, also ich finde die Rettungsschwimmerkarriere jetzt nicht so dolle, ehrlich gesagt. Es ist mir irgendwie viel zu langweilig, hier die ganze Zeit am Strand zu hocken und dann die da rauszuholen, finde ich jetzt auch nicht so wahnsinnig spannend. Weiß nicht, weil das begrenzt sich ja wirklich alles nur auf den Strand. Du wartest ewig und dann wartest du immer noch und es kommt einfach keiner.
Ich weiß nicht, also ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir hier den Beruf weiter ausführen sollen, weil so dolle finde ich ihn einfach nicht. Ihr könnt ja mal eure Erfahrungen dazu schreiben. Keine Ahnung, ob es besser wird, wenn man ein höheres Level hat oder so. Aber schaut sie euch an. Sie steht ja jetzt hier einfach nur rum. Sie steht rum und guckt von links nach rechts und wir warten darauf, dass schön Wetter wird. Ja, apropos schön Wetter, ne? Ich bin jetzt aus dem Urlaub zurück. Bei mir ist gerade Sonntag, bei euch ist Montag. Und jetzt ist sie verschwunden. Ja, genau, das würde ich am liebsten auch tun, ey. Ich verstecke mich hier schon zu Hause. Es ist da so warm draußen. Es ist hier drin warm. Es ist einfach nur furchtbar, wirklich. Oh Gott, es ist so warm. am liebsten nichts tun, nicht bewegen und einfach nur den Ventilator hinter einem und dann ist gut. Ist das schrecklich? Oh, ist das schrecklich. Ich könnte nur jammern, wie warm es ist. So, ist jetzt hier mal bald Feierabend. Na Gott sei Dank. Jetzt hör auf, da zu gucken. Es kommt eh keine Sau mehr. Kannst erstmal kurz nach Hause fahren, dich frisch machen und dann gehen wir zur Party. Yay! Und wir haben den nächsten Fähigkeitenpunkt erreicht. Sehr schön. Ein paar Gitarre spielen können wir machen. Länger aufbleiben. Ja, können wir alles gerne tun. So, aber ich würde sagen, wir verschwinden jetzt erst einmal nach Hause und können ein bisschen unsere Wohnung umbauen mit eurem ganzen Stuff, was ihr hier gegiftet habt. Schauen wir einfach mal, was jetzt dabei rumgekommen ist. So, hier diesen Stuhl können wir verkaufen. Wir können den Fernseher verkaufen. Wir können das hier verkaufen. Hallo, Podium. Dich brauchen wir nicht. So ein Whiteboard brauchen wir im Prinzip auch nicht. Stereoanlage, nee, die brauchen wir auch nicht. Eine Staffelei, brauchen wir noch eine Staffelei? Ja, eine Staffelei können wir noch hinstellen. Die stellen wir mal gleich hier mit rein. Hallo? Huhu. Ha, so. Die stellen wir mal gleich hier hinzu. So, brauchen wir eine Lampe? Die Lampe brauchen wir eigentlich nicht, ne? Habe ich jetzt eigentlich schon mal hier die Wände geändert? Ich weiß es gar nicht. Nee, da muss noch Wandfarbe rein, seht ihr? So, das Megafon, das packe ich mal hier mit hin. Ja, ich packe es hin. So. Wandregal brauchen wir nicht. Die Fotokabine bringt uns, glaube ich, jetzt einfach nur mal Geld. Ja, und wie? Sehr schön. So, und ja, den Teppich und so, das brauchen wir eigentlich auch nicht. Den Stuhl auch nicht. Tut mir leid, Stuhl. So, die Tischtennisplatte, die stellen wir auf jeden Fall mal draußen hin und gucken, was unsere Mädels damit so anfangen. So, und die Radiostation, ja, die brauchen wir eigentlich erstmal auch nicht. So, ja, dann färbe ich mal hier schnell die Staffelei ein und dann können wir uns für 7.900 Simoleons schon ein bisschen was leisten, ne? Dann können wir das Ganze hier ein bisschen schöner gestalten. Weil momentan sieht es ja echt karg aus, ne? Aber ich kann einfach kein normales Haus bauen. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Wisst ihr, wenn ich dann so ewig viel Geld zur Verfügung habe und dann so riesige Häuser baue oder dann einfach ganz normal anfange, dann baue ich das Haus immer schon so komplett fertig, dass ich nicht mehr viel umändern muss. So ein richtiges Quadrat habe ich, glaube ich, schon eine Weile nicht mehr gebaut. Aber naja, mal gucken, vielleicht kriege ich das ja irgendwann mal hin. Was fangen wir denn als erstes an, hier umzuändern? Die persönlichen Zimmer? Könnten wir vielleicht einen Kleiderschrank mit reinstellen? Machen wir das doch einfach mal. Ja, was ist denn ein guter Kleiderschrank? Man weiß es nicht, ehrlich. Können wir den hier mit hinstellen so? Sieht das nach was aus? Wenn ich das da so mit hinstelle? Ich sehe auch gar nichts. Seht ihr was, wo ich den gerade hin platziere? Ich sehe es nicht. So. Ja, man steht da auch vom Fenster. Das ist auch irgendwie doof, oder? Na egal, ich stelle ihn jetzt einfach erstmal dahin. So, was machen wir für Tessa für einen Kleiderschrank rein? Am besten auch sowas Schmales, ne? Weil sonst ist das hier ja gleich zu, das Zimmer. Das ist dann auch ungünstig. So, hier können wir es gar nicht ranstellen. Das ist schon mal doof. ja, ich stelle den jetzt erstmal kurz hier rüber. Ich überlege, ob wir das Bett so drehen. Vielleicht passt denn mehr ran. Passt es denn hier ran? Nee, es passt immer noch hier nicht ran. Also brauchen wir da auch so ein kleines Kleiderschrank irgendwas. Aber das sieht, egal wie wir es stellen, das sieht doof aus, ne? Ob wir da lieber vielleicht ein Bücherregal verpassen? Ich glaube, wir verpassen hier lieber ein Bücherregal oder so ein paar Sitzmöglichkeiten, weil den Rest brauchst du ja im Prinzip nicht. So, dann stellen wir jetzt einfach noch ein paar Beistelltische dazu. Sowas hier. Ich glaube, das passt bei Tessa ganz gut rein. Müssen wir nur gucken, ob das dann auch mit der Farbe so hinhaut, weil ich weiß gar nicht mehr, ob das noch Verschiedenes ist oder nicht. So, ich habe auch die Billigbetten genommen, ne? Also kann ich eigentlich hier dieselben Tische nehmen, will ich aber nicht, weil es mir dann so einheitlich ausschaut. Nehmen wir doch dann einfach den hier. Der ist zu gläserig, oder? Oder zu glasig oder wie auch immer.
Sowas hier? Ja, komm, das ist so ein bisschen neu, modern, aber irgendwie doch nicht. Also können wir das ruhig nehmen. Dann kopieren wir einfach mal das Bettgestell hier. Ah, okay, das ist der dunkle Farbton. Dieses dunkle Braun hier. Das wir dann da einfärben. So, dann kommen wir hier. Dann kriegst du doch gleich mal das dunkle Braun. So, dann kommt das hier noch rüber. Dann färben wir hier noch den Schrank ein. So. In welcher Farbe wollen wir den Schrank denn noch? So. Ja, eigentlich könnten wir die Schubladen so hell machen, ne? Aber da haben wir hier das Grau. Haben wir die Grau? Sieht auch blöd aus, oder? Also, ich finde das irgendwie doof. So. Ja, komm. Lass mal so. Ja, das lassen wir jetzt so. Ist jetzt ein bisschen retro. Das passt schon. Dann nehmen wir noch das Bett hier und das ist das helle Braun. Habe ich das hier noch mit drin? Ja, sehr gut. Dann kriegst du das als Oberfläche und das machen wir weiß dazwischen und das machen wir wieder braun, würde ich sagen, oder? Ja, das finde ich gut. So, machen wir das jetzt hier rüber und dann bestellen wir, beziehungsweise stellen wir noch ein paar Nachtlampen hin. Ja, dadurch, dass wir jetzt kein fertiges Haus haben, wird sowas öfter kommen, dass ich hier mal ein Part lang baue. Aber was soll ich anderes machen? Weil ich möchte das irgendwie mal hübsch haben hier. Und dann nicht hier ewig rumeiern und erstmal 10.000 Simoleons zusammensparen. Also mache ich immer so ungefähr 5 Minuten Bau pro Part und versuche das nicht zu überziehen und wirklich mich daran zu halten. Versprechen kann ich es nicht, aber ich versuch's, ne? So, okay, wo will ich das gerade rüberziehen? Das bringt irgendwie nichts, wenn ich es irgendwo rüberziehe, weil da gar nichts steht. Da, 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 da. So, da, komm, ja, Dankeschön. Verdammt, ich wollte eigentlich die Lampen hier für hier drüben nehmen. Jetzt weiß ich nicht mehr, welche Lampen ich dafür nehmen soll. Und wenn wir hier die nehmen, schaut die nach was aus? Ja, komm, die ist gut. Die hat was. Dann ziehen wir den Farbton hier noch mit drauf. Tada! Und dann gefällt mir das auch eigentlich genau in dem Farbton. Mensch, ich bin ja gut. Und du auch noch dahin. Na komm, ich stell dich schon drauf. Tada! Gut, dann haben wir die Schlafzimmer soweit erstmal kombiniert, damit es nach was ausschaut. Dann packen wir hier noch eine Pflanze mit rein. Und freuen uns mal einen Kullerkeks. Ich würde am liebsten die hier mit reinstellen. Habe ich die schon irgendwo zu stehen? Ich weiß es gar nicht. Ich finde die einfach echt hübsch. Die stellen wir da mit rein. So. Dann nehmen wir hier mal noch das Bett. Und färben das mit ein. Ich glaube, das Gold bleibt, ne? Ja, das bleibt. Ich lasse das auch mal so schwarz, dann fällt der Topf nicht so auf. Und in die Ecke stelle ich mal noch ein Bücherregal mit drin. Was haben wir denn da für eins? Oh. Ja, du bist gut. Oh nein, jetzt habe ich das Holz angeklickt. Oh, ich bin so ein Trottel. So, klicken wir das hier wieder schnell an und versuchen das da schnell rüberzuziehen. So, wir zum Thema. Ja, ein Part hier, so nur 5 Minuten und dann versaue ich es wieder. Herrlich. Ja, aber hier packe ich jetzt auch nur noch schnell eine Pflanze rein und dann spielen wir noch ein paar Minuten hier hin und her. Werde ich den nächsten Part, denke ich mal, noch dafür opfern? Die ersten 5 Minuten davon und dann wird es erstmal wieder ein normales Let's Play geben, weil so oft werde ich hier nicht umrichten. Ich versuche das dann alles irgendwie ineinander zu muscheln. Muscheln, ist das ein Wort? Man weiß es nicht. So, dann kann ich hier die Lampen noch abmachen. Ja, ich denke mal, wenn es jetzt mal irgendwie länger dauern sollte, mache ich auch mal so eine Baufolge draus oder so. Dann mache ich es wie mit dem Umstyling, dann schiebe ich die einfach mal dazwischen. Ja, das Bad, das. Okay, dann machen wir das Bad in der nächsten Folge und hier den Flurbereich. Und ja, jetzt gehen wir erstmal wieder zum Spielen zurück, weil sonst wird es ja jetzt echt langweilig. Und der Part ist ja auch schon fast wieder um. Mann, ist das doof. So, nein, Whirlpool können wir uns noch nicht leisten. Bei all der Freude können wir das nicht. So, Tessa, du hast auch den Wunsch, dir 10.000 Sachen zu kaufen. Können wir aber auch nicht. So, dann schnapp dir hier mal aus dem Kühlschrank was zu essen. Obwohl, du könntest eigentlich auch mal was Neues machen. Was hältst du denn davon? Bestimmt nichts, aber ich sag's dir trotzdem. Mach mal ein paar klebrige Carbonara. Und dann kannst du gerne auch mal auf Toilette verschwinden, bevor wir sie hier noch umstylen. Die Toilette. Wir frisieren sie. Dann spült sie automatisch. Pass auf, das kriegen wir hin. Gut, ja, du studierst da weiter. Dich können wir eigentlich mal komplett ignorieren, Darcy, und warten hier einfach mal nur auf Tessa, die hier hoffentlich hochmarschiert kommt.
So. Ja, 19 Uhr, das Spiel stockt. Komm mal hochgeflogen hier, Tessa. So, Logik Level 2. Das ist schön, das brauchen wir später auch. Also es ist ja ganz praktisch und der Briefkasten bimmelt immer noch. Na, herrlich. Gut, dann schnappen wir uns hier mal am besten was aus dem Kühlschrank und bereiten das zu. Aber irgendwie sind wir jeden Part in der Küche und machen irgendwie was zu essen. Kann das sein? Also mir fällt das extrem auf. Aber nun gut. Ich finde unsere Blume hübsch, die wir gesammelt haben, beziehungsweise mit Darcy, naja, klaut ist auch ein bisschen übertrieben, aber die wir gepflückt haben. Sagen wir es einfach mal ganz harmlos. Okay, wir kriegen jetzt auch eine. Ach ja, die Party. Schneller, 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 schneller. Das war die Party. Wir verpassen die Party. Aber eigentlich müssten wir doch noch eine Nachricht kriegen, oder? So, yay, wir wurden auf jeden Fall schon mal mit Darcy befördert und ich habe den Text zu schnell weggeklickt. Ach, verdammt. Was sind wir jetzt? Wir sind bestimmt Roadie oder sowas. Nein, Bühnenarbeiterin. Na, ganz klasse. Du kannst auf jeden Fall mal Gitarre spielen, wenn du nach Hause kommst, meine Liebe. Und Tessa, du kannst dich einfach mal nur beeilen, damit wir hier zur Party kommen. Ich staune aber, dass hier kein Text erschienen ist, ne? Das ist ja irgendwie voll blöd. Kommt der ehrlich erst, wenn ich die Textnachricht annehme? Ist ja auch blöd geregelt. Ja, aber egal, wir suchen jetzt einfach mal hier die Party. Aber ich finde, in letzter Zeit wird es auch gar nicht mehr angezeigt, wenn hier irgendwo eine Party ist. Kann das sein? Es gibt einfach nicht mehr dieses lustige Zeichen mit dieser Partykugel oben drauf. Weil wir wurden ja auch mit Tessa eingeladen, nicht mit Darcy. Das ist merkwürdig. Das ist wirklich, wirklich merkwürdig. Ich weiß auch nicht mehr, wer das war. Warst du das? Nee, du warst das nicht. So, wir können ja noch bei dem Haus gucken. Wohnst du da mit drin? Nee, das wüssten wir. Das würde schneller angezeigt werden. Und hier ist der das? Nee, der ist das auch nicht. Also lassen wir die Party ausfallen, solange hier noch kein Text kommt. Das ist ja jetzt echt blöd, ey. Ich wollte unbedingt zur Party. Verdammt. Ja, da hätte ich den Text vielleicht nicht wegstreichen dürfen. Ich mache heute auch lauter unüberlegte Sachen. Ja, typisch. Ja, dann spielen wir hier noch schnell Gitarre und danach kannst du hier vielleicht noch ein bisschen rummalen oder so. Und dann ist gut. So, Tessa, jetzt kannst du eigentlich ins Bett verschwinden, weil mehr passiert hier heute nicht. Na toll. So, aber ich mache jetzt erstmal an der Stelle auch Schluss. Ich hoffe, ihr hattet trotz Umbauarbeiten und verpatzter Party und was weiß ich nicht was, schlechter Job. Viel Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn ihr wollt. Und ja, bis dann.